meine Lieben, heute melde ich mich mit einem Fashion Haul bei euch. Und zwar gibt es heute mal wieder ein XXL H&M Fashion Try On Haul. Ich war mal wieder fleißig shoppen und wir befinden uns derzeit in der Final Sale Season diesen Winters. H&M hat derzeit meines Wissens bis zu 70% Nachlass auf ausgewählte Artikel. Und wenn ich in den Sales-Wochen einkaufe, habe ich eine gewisse Strategie, die ich versuche zu befolgen. Zum einen versuche ich gewisse Produkte, die ich wirklich sehr gerne mag, aber die mir eventuell noch ein bisschen zu teuer sind, zu favorisieren. Und sobald der Sale startet, schaue ich, ob ich da Geld sparen kann. Zum anderen versuche ich, vorausschauend einzukaufen. Das heißt, ich plane mein Jahr im Voraus und gucke, was habe ich in diesem Jahr vor. Möchte ich verreisen, wenn ja, wohin? Oder was möchte ich gerne im Sommer tragen? Das sind meistens zeitlose Stücke, die man einfach gerne und immer in seinem Kleiderschrank haben möchte. So kann man auf jeden Fall sehr viel Geld sparen. Ich habe bei diesem Einkauf über 300 Euro gespart und es fühlt sich einfach mal gut an. Und jetzt möchte ich nicht mehr länger quatschen, sondern möchte gleich loslegen und euch zunächst einmal die Accessoires zeigen, die ich ergattert habe. Lasst mich mal gleich mit diesen wunderschönen geflochtenen Sandalen anfangen. Die haben hier so ein schönes geflochtenes Muster und sind aus Samt. Was ich besonders hübsch finde, ist der Absatz. Der ist hier nämlich, der hat hier eine besondere Form und gibt dem Ganzen einfach mal nochmal so einen besonderen Kick. Ich finde sie wunderschön. Eine Sache ist mir aber dabei aufgefallen. Ich habe sie mir quasi entsprechend meiner Schuhgröße bestellt in der Größe 37. Die sind ein bisschen zu knapp. Also wenn ihr vorhabt, diese zu bestellen, ruhig mal eine Größe größer bestellen, sodass ihr da, dass eure Ferse hier nicht rausschaut. Das finde ich nämlich ganz schön lästig und deshalb müssen die leider zurück. Ansonsten finde ich die wunderschön, man kann sie sehr schön zu allen Outfits kombinieren und wenn die nicht zu knapp wären, wären sie auch sehr gemütlich, weil die Absatzhöhe einfach mal optimal ist. Nicht zu hoch, nie zu niedrig, finde ich super schön. Gehen wir jetzt zu meinen Favoriten über. Das ist, ich bin ja ein sehr, sehr gemütlicher Mensch und das sind Schüchen, die finde ich einfach so süß. Und zwar sind das solche Pantoletten aus einem Fellimitat und die sind so weich, das kann ich euch nicht vorstellen. Es gibt hier so einen Zehenspreizer und so sehen die von unten aus. Ich habe die mir gleich vorab in einer Größe größer bestellt, weil ich sie mir quasi als Hausschuh bestellt habe. Und die wollte ich gerne gemütlich haben. Die sind nicht so schwer. Die sind zwar recht groß, aber wirklich nicht so schwer. Also die lassen sich sehr angenehm tragen und der mein Fuß fühlt sich da drin so pudelwohl. Als nächstes habe ich mir solche Pantoletten gekauft. Die sind für den Sommer. Ich würde dieses Jahr sehr gerne verreisen und ich finde, ob man jetzt verreist oder hier den Sommer verbringt, solche Schuhe sind einfach ein Muss und sind praktisch. Man schlüpft einfach ganz schnell rein und schwarz ist eine Farbe, die man zu allem kombinieren kann. Die sind sehr leicht, die sind flach. Und die habe ich mir ebenfalls eine Größe größer bestellt, in der Größe 38. Und das war auch gut so. Also auch da rate ich immer, eine Größe drauf zu packen. Kommen wir zum nächsten Accessoire. Und zwar ist das eine ganz schlichte schwarze Umhängetasche. Vorne mit zwei Knöpfchen, die quasi das Ganze ein bisschen aufwerten. Ich muss ehrlich sagen, so besonders finde ich sie nicht. Aber dafür, dass sie nur 4,99 € gekostet hat, finde ich, kann man die gut haben. Also so für den Alltag ist sie gut geeignet. Es ist ein weiches Lederimitat. Und ja, mit so einer Tasche kann man einfach nicht viel falsch machen. Es bietet auch genügend Stauraum drin, um ein Handy und so ein bisschen Krimskrams zu verstauen. Ein Portemonnaie, ein Handy und Make-up passen immer gut rein und kann man meines Erachtens nach nicht viel falsch machen. Kommen wir nun zum Schmuck. Und zwar habe ich mir diese zweireihige Kette gekauft. Die fand ich ganz süß. Eine in der Form hatte ich noch nicht. Das ist jetzt Modeschmuck. Das heißt, besonders lange halten tut es nicht. Aber für den Preis, ich meine, die haben 3,99 €. Die hat 3,99 € gekostet und ich finde, die sieht einfach ganz süß aus und bei dem Preis tut es auch nicht weh, wenn sie nicht Ewigkeiten hält. Und darüber hinaus habe ich mir auch einige Ringe gekauft, die habe ich mir schon gleich angelegt. Ich habe eigentlich nicht so viel Schmuck, weil ich nicht so viel Klimbim an mir hängen mag. Ich weiß, egal, also ich finde es wunderschön, aber wenn ich viel Schmuck trage und wenn ich im Alltag meine Sachen erledige, dann stören die mich irgendwann mal.
und ich lege sie meistens ab. Aber so ein bisschen hatte ich gerade Lust, meine Klamotten und meine Outfits ein bisschen aufzuwerten. Und ja, die finde ich besonders süß. Hier sind 3 Ringe. Ich zeige euch das nochmal im Set. Da waren ein paar mehr mit dabei. Als nächstes möchte ich zu meinen Blusen kommen, die ich gefunden habe. Anfangen möchte ich mit dieser schlichten schwarzen Bluse. Diese ist hier aus einem sehr, sehr fallenden Stoff und hat hier unten nochmal so einen Saum an Ärmel. Und auch der Kragen, das ist ein Stehkragen, den man hinten mit 2 süßen Druckknöpfen zumachen kann. Nicht Druckknöpfe, sondern es gibt so eine mit 2 Schlaufenknöpfen zumachen kann. Hier vorne am Kragen ist die Bluse auch noch ein wenig gerafft. Fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Ich habe sie mir in der Größe S bestellt. Es ist so ein etwas schwerer Stoff, nicht zu schwer, aber der fällt halt schön dadurch, dass er so ein gewisses Gewicht mit sich bringt. Finde ich wunderschön, das zu einem Blazer ist einfach mua. Jetzt komme ich zu einer Bluse, die ich persönlich sehr, sehr schön finde. Die Bluse ist einfach mal ein Hammerding und die möchte ich in meinem Kleiderschrank nicht missen. An sich bin ich nicht so der Leo-Print-Mensch, aber das hier hat mir sehr gut gefallen. Es hat hier unten so einen Ärmel mit goldenen Druckknöpfen. Ihr wisst, was ich von goldenen Druckknöpfen halte. Eigentlich auf schwarz, aber auch hier sind sie sehr, sehr schön. Auch diese Bluse hat einen Stehkragen, hinten ebenfalls mit goldenen Knöpfchen. Und am Kragen ist das Material etwas gerafft. Es ist leicht durchsichtig, aber dadurch, dass es so einen Print hat, sieht man dadurch kein BH, sodass man ganz normal einen schwarzen BH in dem Fall tragen kann. Dann habe ich mir noch eine ganz schlichte und einfache weiße Bluse oder ein weißes Hemd gekauft. Ich finde, ein weißes Hemd darf in einem Kleiderschrank einfach nie fehlen. Die kann man zu so vielen Sachen kombinieren, ob zu Leggings, Jeans, weite Jeans, Skinny. Ich glaube, darüber habe ich euch schon genug erzählt. Diese war im Angebot, finde ich einfach klasse. Bin ich sehr glücklich darüber, dass ich die ergattert habe. Diese habe ich in der Größe S bekommen. Und jetzt habe ich mir so ein weißes, langes Baumwollkleid gekauft. Ärmellos, mit Kragen, vorne komplett durchgeknöpft. Ich muss ehrlich sagen, als ich das auf der Homepage gesehen habe, habe ich überlesen, dass es ein Kleid ist. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es eine Tunika ist, die ich sehr gerne zu einer Leggings kombinieren wollte. Als ich das dann quasi über die Leggings gezogen habe, sah das ein bisschen schrecklich aus. Aber als Kleid finde ich das gar nicht mal so schlecht. Dazu noch einen hübschen Gürtel, der hat mir jetzt leider gefehlt. Finde ich sehr schön. Es hat hier vorne auf der Brust noch 2 Taschen. Und nun kommen wir mal zu der Kategorie Kleider. Ich habe mir ein Slipkleid gekauft aus Satin in dieser schönen Champagnerfarbe. Hier vorne an der Brust mit Spitze abgenäht und man kann die Träger stellen, je nachdem wie tief oder hoch man sie haben möchte. Es hat hier keine Schlitze, ist alles durchgenäht. Und ich war sehr neugierig, wie so ein Kleid an mir aussieht. Ich finde, wenn ich mir auf Pinterest Bilder anschaue von solchen Slip-Dresses, dann sehen die immer so hübsch aus an den Damen oder an den Mädchen. An mir war das leider eine kleine Enttäuschung. Es sah eher aus wie ein Pyjama oder halt wie ein Negligé. Ich würde das draußen nicht tragen. Außerdem hat es mir auch nicht gefallen, wie es im Brustbereich sitzt. Vielleicht, wenn man etwas besser bestückt ist als ich, sieht das anders aus, aber an mir hat das nicht so gut gefallen. Jetzt kommt noch ein Kleidchen. Und dieses Kleidchen habe ich schon einmal im H&M Store selbst anprobiert. Und zwar in einer Champagnerfarbe. Das gab es leider online nicht mehr in meiner Größe. Deshalb habe ich mir dieses Kleidchen gekauft. Das ist das gleiche in Schwarz. Das ist ein Samtkleidchen, ein kurzes Samtkleid mit silbernen Nieten drauf. Mit ganz, ganz dünnen Trägern. Die sind auch, das sind kleine Gummibändchen, die kann man quasi 9,99, seht ihr, ne? Und der Rücken ist tief ausgeschnitten. Es ist ein Hammerangebot gewesen, 6,99 € hat das gleich, ich blende euch natürlich alle Preise ein, ne? Aber in Schwarz hat mir das überhaupt nicht an mir gefallen. Das war, also die Farbe hat mir leider nicht geschmeichelt. Ich wäre gerne bei Champagner geblieben. Nichtsdestotrotz, das Angebot war gut, aber ich werde das Kleid zurückschicken. Kommen wir nun zum letzten Kleid. Und zwar ist das dieses schwarze Satin-Kleid. Das ist ein langes schwarzes Kleid. Hinten hat es einen Schlitz, nicht zu hoch. Und es hat einen ausgeschnittenen Rücken. Die Träger sind aus so einer Strass.
Kette. Auf dem Bild auf der Homepage fand ich, dass es dem Model so gut gestanden hat. Deshalb musste das unbedingt mit. Als ich es anprobiert habe, sah es an mir leider nicht so gut aus. Ich konnte mit dem Model nicht mithalten. Es war nicht besonders vorteilhaft und schmeichelte meiner Figur nicht so sehr. Auch das wird zurückgeschickt. Das mochte ich nicht. Aber das Angebot ist schon super. Also wenn ihr solche Kleider mögt und wenn ihr das Gefühl habt, dass es eurer Figur gut stehen wird, schnell zugreifen. Kommen wir nun zur Kategorie Tanktops oder Tops. Ich habe diesmal abgeräumt, das glaubt ihr nicht. Zunächst einmal möchte ich euch dieses Tanktop zeigen. Es ist in einem leichten Roséton in der Größe XS gekauft und passt super. Und es hat hier ein Rip-Muster und ist schön stretchy. Der Ausschnitt vorne sieht sehr elegant aus. Der hat mir sehr gut gefallen. Und insgesamt, es fühlt sich sehr angenehm an. Es ist eine sehr, sehr schöne Qualität. Wird vermutlich sehr lange halten. Man kennt das ja manchmal von Tanktops, dass man sie einmal gewaschen hat. Und dann sind sie erstens aus der Form und sehen gar nicht mehr so aus wie zu Beginn. Dies hier scheint eine viel höhere Qualität zu sein. Und ist einfach mal prima. In der Größe XS hatte ich ja schon einmal erzählt. Dann habe ich mir so einen Tanktop gekauft, in so einem braunen Ton. Das habe ich mir in der Größe XS gekauft, hat auch so ein Rip-Muster. Die Ärmel sind etwas weiter ausgeschnitten, sowohl vorne als auch hinten. Da muss ich mir jetzt erstmal einen BH anlegen, der quasi nicht sichtbar ist. Ansonsten finde ich, dass dieser Tanktop von der Qualität sehr weich und fein ist. Fühlt sich sehr angenehm an. Deshalb habe ich mir diesen auch gleich zweimal gekauft. Einmal in dem Braunton und einmal in dem Schwarzton. Muss man einfach haben. Im Sommer ist das perfekt. Kann man zu allem kombinieren. Zum Rock, zur Hose, zu Shorts, zu Leggings, zu was auch immer ihr gerne tragen wollt. Als nächstes habe ich mir diesen Tanktop gekauft in einem schönen, das ist beige. Oh, es ist eher so gelb-beige. Ich kann euch gar nicht erklären, welche Farbe. Das ist auf jeden Fall so ein sehr, sehr angenehmer, feiner, warmer Ton. Dieses fällt sehr schön und ist aber auch leicht durchsichtig. Also schön BH drunter tragen, dann sieht das hübsch aus. Und viel kann ich dazu gar nicht erzählen. Es ist in der Größe XS aus der Basics-Abteilung. Und man kann mit dem guten Stück nichts falsch machen. Und das Angebot ist wie immer super. Und jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsstücke. Was heißt zu einem meiner Lieblingsstücke? Das habe ich jetzt so oft gesagt. Auf jeden Fall mag ich das Stückchen sehr, sehr gerne. Das ist eine lange Strickjacke, ein langer Strickcardigan mit einem Bindegürtel in einem beigen Ton. Und der ist so warm. Also die Qualität hier ist einfach mal top. Ich finde, so gerade jetzt bei dem Wetter, wo man nie weiß, was einen erwartet, finde ich das einfach nur optimal. Aber auch im Sommer, wir sind hier in Deutschland, der Sommer kann so oder so werden. Oder nein, eigentlich kann hier der Sommer nur so werden. Sehr selten so, wenn ihr wisst, was ich meine. Und der ist perfekt für die etwas kühleren Tage, sei es Frühling, Winter, Sommer, Herbst. Perfekt. Kommen wir zur letzten Kategorie, Hosen. Und zwar habe ich mir eine wunderschöne weite Hose gekauft mit einer Buntfalte. Die sieht sehr, sehr schick aus, fällt sehr schön. Es ist ein sehr, sehr angenehmer, weicher Stoff, der sehr schön fällt. Hat vorne zwei Hosentaschen und hinten eine aufgenähte Dekotasche, nenne ich sie sehr gerne. Und man kann einen Gürtel durchbinden. Ich liebe diese Hose. Das Angebot war super. Das war zum Beispiel so ein Stück, was ich mir schon seit längerer Zeit favorisiert habe bei H&M und es jetzt wirklich zu einem guten Preis bekommen habe. So, nun kommen wir zu einer Stoffhose, die knöchellang, oder die ist die knöchellang? Lass mich mal gucken, wie die heißt. Diese Hose ist hochgeschnitten, sehr hochgeschnitten, hat hier hinten einen Gummizug, sodass es gut sitzt und nicht zu doll drückt. Es hat hinten zwei aufgenähte Dekotaschen und vorne gibt es auch zwei Hosentaschen. Die Hose ist knöchellang, bei mir sogar höher als der Knöchel. Also ich persönlich mag die Länge nicht besonders gerne. Ich finde, man konnte sie trotzdem sehr, sehr gut kombinieren und tragen. Aber das gehört jetzt nicht zu meiner Lieblingshose in der Länge. Nichtsdestotrotz, das Angebot ist super. Das Tragegefühl ist sehr angenehm. Es drückt oben im Bauchbereich nicht. Insgesamt finde ich, dass die Hose sehr schön ist. Aber ich glaube, ich schicke sie zurück. Dann habe ich mir noch eine
Leggings, eine Lederleggings gekauft aus Lederimitat, weil ich wieder eine neue haben wollte. Diese hat mir nicht gefallen. Das war jetzt nicht im Angebot, das ist das Standardsortiment von H&M. Ich habe mir das eine Größe größer geholt, in der Größe S, weil ich habe sie schon mal in einer besseren Qualität besessen. Diese hier ist nicht so weich, wie ich das sonst kenne. Und die gibt auch so komische Geräusche von sich. Ich meine, okay, es ist Lederimitat, die haben alle so ein Geräusch, aber ich habe das Gefühl, bei der hier ist es extrem. Bei jeder Bewegung kann man mich hören. Und dadurch, dass ich das ein bisschen abgesized habe, schlägt das Falten. Es schlägt oben um die Hüfte zu viele Falten. Ich habe das Gefühl, hätte ich das in XS bestellt, dann wäre das Anziehen schon wieder schwierig geworden, bis es da ist, wo es sein soll. Und so finde ich, wenn es zu viele Falten schlägt, dann wertet es das Stück nicht auf, sondern eher ab. Und das hat mir nicht gefallen. Als nächstes habe ich mir eine Knöchelhose gekauft mit einer Buntfalte vorne. Diese ist in der KN-Farbe Khaki, Khaki-Grün und sitzt sehr eng. Und hat hinten noch, hat überall einen Gummizug, das heißt, man kommt da leicht rein. Man kann sogar einen Gürtel da rein, obwohl man hat nur vorne zwei Gürtelschlaufen. Ich glaube nicht, dass ich da einen Gürtel reinmachen würde, das macht für mich nicht so viel Sinn. Ich finde, die sitzt nicht schlecht, aber die Farbe, die hat so einen leichten Schimmer. Ich weiß nicht, ob man das hier erkennt. Und das mag ich nicht so gerne. Ich glaube, hätte ich sie in beige bestellt, weiß ich nicht, ob das genauso wäre. Aber so in der Farbe hat mir so, wenn das Licht drauf scheint, das reflektiert irgendwie so komisch und scheint so komisch. Das hat mir nicht gefallen. Es gab auch eine ganz, ganz schlichte High-Waisted Skinny Jeans in Schwarz. Die hat einen leichten Stretch-Anteil. Die habe ich mir in der Größe 34 bestellt. Die hat sehr gut gepasst. Und die kann man einfach zu allem kombinieren, zu all den Blusen, die ich euch gezeigt habe, zu all den Tanktops. Dann habe ich mir eine Paperbag-Hose bestellt. Die hat hier hinten am Poppes zwei große Taschen. Vorne hat es zwei große Taschen. Und es hat hier einen Bindegürtel. Und es hat auch einen Gummizug hinten, sodass man da auch, dass es gut sitzt an der Hüfte. In die Farbe finde ich angenehm. Das ist halt so ein typisches Sommerding. Finde ich ganz angenehm. Habe ich quasi für den nächsten Sommer gekauft. Kann man zu allen Tanktops gut tragen, die ich mir gekauft habe. Gefällt mir sehr gut. Und das Angebot war gut. Daumen nach oben. Als letzte Hose habe ich mir diese Schlupfhose bestellt. Die ist super gemütlich. Die ist für jeden Tag. Die kann man zu Hause tragen. Man kann sie aber auch zum Einkaufen tragen. Also man kann sie genauso auch draußen schön tragen. Die fällt sehr schön, hat eine schöne, angenehme, warme Farbe. Und diese habe ich mir in der Größe XS gekauft. Und hier vorne hat man einen Kordelzug. Es hat nur vorne Taschen, was ich zum Beispiel sehr schön finde an dieser Hose. Und super. Und abschließend möchte ich euch einen Mantel zeigen. Diesen habe ich mir ebenfalls im Angebot gekauft. Der ist in einer schönen schwarzen Farbe. Der hat vorne nur ein Bindegürtel, hat keine Schlaufen oder keine Knöpfe und auch keinen Reißverschluss. Hat sehr, sehr große Taschen vorne, Eingrifftaschen und hat einen solchen Kragen. Und hat hier vorne an den Seiten, ist etwas schwierig zu zeigen, aber hat hier zwei Schlitze an den Seiten. Als ich mir das bestellt habe, habe ich schon völlig vergessen, dass ich den schon an mein Weiß vorgestellt habe. Damals habe ich diesen aber zurückgeschickt, weil mir Weiß einfach zu unpraktisch ist. Ich habe mir das angeguckt, da bleibt alles drin hängen und weil ich sehr aktiv im Alltag bin, auch sehr viel mit Kindern unterwegs bin, ist einfach mal Weiß nicht die praktischste Farbe. Und den habe ich mir jetzt in Schwarz bestellt, habe ich ebenfalls favorisiert. Finde ich echt schön, kann man nichts falsch machen. Für den kommenden Frühling als Übergangsmantel finde ich sehr schick und elegant. Meine Lieben, das war es jetzt auch schon von mir. Mit dem Haul bin ich jetzt durch. Es war jetzt auch wirklich sehr viele Sachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Lasst mir etwas Liebe in den Kommentaren. Und bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, sofern ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr die Glocke auch noch betätigt, dann werdet ihr sofort von YouTube informiert, sobald ich ein neues Video abgeloadet habe. Ansonsten bedanke ich mich bei euch und sehe euch beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin, eure Jules.